Ja, unser Museum ist ein Technikmuseum, Mitglied in der AG Museen für Technik und Industriekultur. Und wir sind spezialisiert auf Glas am authentischen Standort der Baruther Glashütte, die 1716 gegründet wurde und bis 1980 in Betrieb war. Und was uns auch auszeichnet, ist, dass wir ein Glasstudio betreiben, in dem ein Kollege arbeitet an den Tagen der Öffnung des Museums und die Gäste wertschätzen das. Und wir haben also hier nicht nur das materielle Denkmal, das Denkmalensemble, sondern auch das immaterielle Denkmal, eine Vermittlung der Handwerkstradition des manuellen Glasmachens von mundgeblasenem Hohl- und Flachglas. Oberhammer. Kiezle. Ah ne, hier fällt das Ding nach unten. Ich zeig euch. Heute machen wir das Tutorial zur digitalen Bildbearbeitung. Und in welchem Format fotografieren wir eigentlich? Also wir fotografieren immer im RAW-Format oder Rohdatenformat. Das hat den Vorteil, dass nur ein Teil der Aufnahme der Sachen festgelegt sind. Das ist die Schärfe, die ist festgelegt, die Belichtungszeit ist festgelegt, die Blende ist festgelegt und die Filmempfindlichkeit ist festgelegt. Alle anderen Sachen können wir hinterher ändern und tun es meistens auch hinterher. Mhm. Zum Beispiel der Weißabgleich, den kann man im Rohdatenformat immer später ändern und das zeigen wir jetzt mal gleich. Gut. Das sind sogenannte Grau- oder Farbkarten. Die sind ganz wichtig, damit man hinterher den Weißabgleich gut machen kann. Und dass man auch Helligkeitsunterschiede sieht. Wir machen meistens eine Aufnahme gnadenlos mit Farbkarte und dann die gleiche ohne Farbkarte. Wir starten jetzt mit der digitalen Bildbearbeitung. Wir arbeiten mit zwei Programmen, Lightroom und später dann Photoshop. Was ist denn Lightroom? Lightroom ist ein Fotokonverter, mit dem man RAWs in die Bildformate umwandelt, die man eben braucht, in der Regel TIFF oder JPEGs. So, als erstes machen wir den Weißabgleich bei dieser RAW-Aufnahme. Das heißt, wir machen das Bild neutral. Dafür haben wir dieses Werkzeug, die Pipette. Den nehmen wir einfach und klicken auf eine neutrale Stelle im Bild, in dem Fall unsere Graukarte, die wir extra mitfotografiert haben. Und klicken einfach rein und das Bild wird grau. In dem Fall nützt es uns ja nichts, weil wir hier Graukarten nur fotografiert haben. Aber wir haben die gleiche Aufnahme ja auch ohne Graukarte gemacht. Die ist jetzt immer noch zu gelb. Und da können wir einfach den Weißabgleich übertragen, indem wir das synchronisieren. Und dann ist auch unsere originale Aufnahme, die wir brauchen, neutral geworden. Jetzt wollen wir die Bilder in Photoshop bearbeiten und müssen sie dafür als TIFF exportieren. Wir gehen zunächst auf Datei und dort auf Exportieren und stellen das Format TIFF ein. TIFF ist ein unkomprimiertes Dateiformat, in dem man die Bilder gut bearbeiten und drucken kann. Photoshop ist ein extrem umfangreiches Programm und wir zeigen euch ganz, ganz kleine Ausschnitte draus, weil ansonsten würde das ein 3-Stunden-Video ergeben, mindestens. Das ist die Aufnahme des Glases und was wir da meistens machen, ist, dass wir das Glas sauber vom Hintergrund trennen, um die Helligkeit verschieden zu bearbeiten, weil die ganz oft freigestellt werden, die Gläser. Und dazu verwenden wir das Pfadwerkzeug hier. Und das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich zeige euch jetzt mal, wie das bei uns so geht.
Und dann setzt man nämlich so Punkte dazu und der Vorteil ist, da kann man die ganz schön rund ziehen. Die zieht man nämlich dann so rund, diese Sachen. Das funktioniert hier unten zum Beispiel ganz schön. Da kann man das schön sich das da reinschmiegt. So, jetzt haben wir da einen Pfad drumherum gelegt, der ist sichtbar mit diesem blauen Pünktchen hier. Und jetzt kann man, wenn man hier lang raufklickt, Auswahl erstellen. Radius 0,5? Ja, machen wir 0,5, machen wir einen. Okay. Okay. Und dann kann man nämlich, indem wir jetzt die Auswahl umkehren, und dann auf die Korrekturen und die Gradationskurven gehen. Das Ganze einfach nur den Hintergrund heller ziehen. Zeig mal vorher. Vorher? Ah ja. Okay, super. Vorher, nachher. So, jetzt wollen wir das Bild freistellen. Dazu gehen wir auf das Freistellwerkzeug hier oben. Dann öffnet sich so ein Rahmen. Wenn wir jetzt den anfassen, können wir das Bild zuziehen, wie wir uns das eben wünschen. Und wenn wir in die Ecke gehen, sehen wir, dann wird der Pfeil so halbrund und dann können wir das Bild nämlich auch beliebig drehen und somit gerade stellen. Ja, und dann gehen wir auf die Enter-Taste und dann ist es ausgeschnitten. Jetzt muss ich mich der Kritik aussetzen, wie jetzt mein eigenes Foto von dieser, bin mir ganz gar nicht sicher, der Löffelhartflasche, glaube ich, sozusagen verbessert werden kann durch Bildbearbeitung. Genau, wir haben dieses eine Foto von Museum Digital, Sie haben ja da ganz viele Bilder einfach heruntergeladen. Also ich finde, sie sind prinzipiell schon ganz gut, ja, wirklich sehr viel besser als von anderen. Man kann nur mit ganz kleinen digitalen Schritten, digitale Bildbearbeitungsschritten, das noch weiter verbessern. Das ist jetzt die Aufnahme, die Sie hochgeladen haben. Ja. Das ist jetzt die Aufnahme, die ich minimal verbessert habe mit Bildbearbeitung. Aha, die ist schon verbessert. Genau, die ist schon verbessert, genau. Und das ist es, wie wir es fotografieren würden. Die ist jetzt gar nicht nachbearbeitet, sozusagen. Ja. Also mit so einem Heiligenschein da, toll. Genau, mit so einem Heiligen. Finden Sie nicht so gut, finden Sie? Doch, doch, das andere hat so wie so, so Bäckchen von einer Frau, die gerade Äpfel pflückt oder so. Aber das andere Heiligenschein ist besser, ja. Genau, es ist beim Glas halt einfach wichtig, dass es so ein bisschen durchscheinend ist. Interessant, ja. Wir machen jetzt einfach Ihre originale Aufnahme auf. Und ich zeige Ihnen einfach, was ich gemacht habe und auch, also klar, bei mir geht's schneller als bei einem Laien sozusagen, aber es ist jetzt nicht die große Hexerei. Ja, ja. In dem Fall haben Sie ja nur auf JPEG fotografiert, das heißt, man kann, nachdem es digital verwendet wird, schon auch mit der Helligkeit ein bisschen rumschrauben, aber nur minimal. Also wir machen jetzt einfach die Helligkeit ein bisschen heller mit den Gradationskurven, ja,
Weil ich weiß ja, dass das hinten weiß ist, ne? Oder ich vermute es mal, weil sie es fotografiert haben und ich im Hintergrund gesagt habe, wir machen es einfach ein bisschen heller. Ne? Und da kann man das auch einfach vorher, nachher sehen. So ist es vorher und so ist es nachher, dann wird es einfach ein bisschen heller. Also das kann man eben beliebig machen, man sieht es ja am Bildschirm, nachdem es nur für den Bildschirm ist. Man muss jetzt so, noch ein bisschen heller. Ja? Sagst du mal, wie du es heller ziehst? Genau, über die Gradationskurven. Also ja, hier rechts von dieser Kurve sozusagen ist der Weißpunkt. Genau, das ist wieder unser Histogramm. In dem Moment, wo man sieht hier die Verteilung der Grautöne und rechts ist hell, links sind die dunklen Töne, gibt es natürlich weniger. Und wenn man jetzt der Punkt ist aber beweglich, wenn man den weiterzieht, dann wird am Ende irgendwann alles hinten nur noch weiß. Ja? Mhm. Und so kann man Bilder eigentlich ganz gut auch ein bisschen heller machen. Gerade wenn man sieht hier, das geht gar nicht bis zum rechten Rand, sondern das hört vorher auf, dann kann man den Weißpunkt zuziehen und so kann man, das gilt für die meisten Bilder, die man macht, so kann man alle Bilder ein bisschen heller und leuchtender machen. Genau, es ist einfach ein bisschen unterbelichtet gewesen. Mhm. So, das war jetzt das Erste, was wir gemacht haben. Dann sehen wir hier, also was ich auch unten schon gesagt habe, man sieht die zwei Lichtquellen, die sie rechts und links stehen haben. Wäre vielleicht schön, wenn die auf gleicher Höhe wären. Es wäre schön, wenn die auf gleicher Höhe wären, ja. Mhm. Genau. Dann sieht man hier, also wir können hier auch einfach näher rangehen, eben wie gesagt die Neonröhren. Und zwar nicht nur die eine, die direkt drüber hängt, sondern den ganzen Rand. Und dann nehme ich jetzt hier... den ganzen Raum, Entschuldigung. Also das ist die Röhre rechts. Das ist die Röhre links. Und man sieht die natürlich, im Glas Lampen. Sieht man die natürlich nicht nur einmal, sondern dreimal sozusagen oben und hier. Und man gibt es sowas wie ein Pflaster oder einen Stempel, ja, der heißt manchmal anders in dem einen oder anderen Pack. Aber ich nehme den jetzt einfach mal. Das ist jetzt Photoshop, das Ganze. Das hier ist jetzt Photoshop, genau. Und man kann das einfach wegmachen. Ach du schon. Zack. Das ist jetzt wirklich so. Der rechnet jetzt die Umgebungsfarbe da rein. Genau, der rechnet einfach digital die Umgebungsfarbe rein. Also insofern mache ich mich jetzt nicht so der Manipulation schuldig, sondern das ist... Nee. Das ist, also wir werden ja vielleicht auch nachher unten auf dem Papier, wenn da irgendwie noch Staub ist, den macht man ja auch so weg. Das ist genau. So im Rahmen des Erlaubten. Naja, wenn es um die eigenen Bilder geht, darf man ja eh sozusagen juristisch machen, was man will. Und das ist ja jetzt auch eher störend, als dass es manipulativ ist. Es sind ja keine... Das ist ja keine Dokumentarfotografie, wo man jetzt so genau sein muss. Aber die kann man einfach so ein bisschen wegmachen. Also wie gesagt, das jetzt ist der Stempel, aber es geht auch manchmal mit dem Pflaster. Da muss man einfach schauen, Lorenz, du arbeitest mit dem Stempel, gell? Nein, auch mit dem Pflaster inzwischen. Also manche wählt man aus, man wählt eine Farbe aus, die so ist wie der Bereich, wo man das wegstempeln will und dann wird das genau übertragen. Das Pflaster ist intelligenter. Also hier wähle ich sozusagen die Stelle aus, wo ich zuerst mit meinem Cursor bin, ne? Und dann gehe ich da drüber und stempel und gehe genauso da. Wir hören jetzt auf. Das war jetzt das fünfte Film-Tutorial. Man kann sich alle natürlich noch bei YouTube anschauen. Was vielleicht noch wichtiger ist, wer jetzt alle gesehen hat, es gibt ja zu jedem Tutorial ein Skript. Ja? Und was steht da alles drin, Ronka? Ja, da stehen immer noch vertiefendere Sachen drin, also Sachen, die man nachlesen kann oder wo man vielleicht was findet. Also man muss sich die Videos nicht nochmal anschauen, sondern das Skript ist wirklich, das gehört unbedingt mit dazu. Ja, weil wir haben sehr viele technische Sachen erklärt und manches versteht man einfach besser, wenn man es liest. Ja, und da haben wir auch nochmal kleine Bilder, man kann sich also da auch noch viele Sachen anschauen, die wir hier im Film gezeigt hatten. Genau. Wir sind am Ende unserer Reihe. Genau, ja. Auf Wiedersehen. Tschüss. Also es ist eine Möglichkeit jetzt gewesen. Genau. War schön. So, Ronka, das war jetzt unser fünftes Filmtutorial. Ich muss nur lachen, weil du immer mit so anfängst. So. Jeder von euch hat ein Wort.
Ehrlich? Ja. Lisa, geh mal ja. Ich mache ein Outtakes. Nein, wir wollen es nicht sehen. Ja, ich zeige euch ja. Dann nochmal.